Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, in der Vorlesungsreihe zur Biodiversität sind wir bei der 9. Vorlesung angelangt, wo wir uns heute mit den Neufernmündern oder auf Fachchinesisch den Euteleostomi beschäftigen werden. Hier abgebildet seht ihr ein paar der Vertreter. Wie gehen wir dabei vor? Zuerst klären wir wie immer die Taxonomie, dann steigen wir in Punkt 2 ein bisschen tiefer ein, und zwar da in die Strahlenflosse, die Actinopterygii. Dort schauen wir uns deren Anatomie und ihre weiteren Apomorphien, also Neubildungen, neue Merkmale an. Ehe wir zum Punkt 3 kommen, wo wir uns mit den Muskelflossern, den Socopterygii, befassen, dort dann genau mit der Taxonomie der Muskelflosser, den Geisterfischen Guyo, den gesprengelten Fischschubblern Psarolepsis, den Starreflossern, die Actinistia, die Fächerflosse Ripidistia, und bei denen dann genauer schauen wir uns nochmal ihre Taxonomie an, die sich einteilt in die Säulenfische Styloichthyes, Lungfische Dipnoi und die Vierfüßerartigen, die Tetrapodomorpha, zu denen auch wir zählen. Und wie ihr seht, wir nähern uns wirklich langsam den richtigen Säugetieren. Aber um den Weg zu beschreiten, schauen wir uns jetzt erstmal die Taxonomie der Fernmünder an. Die Neufernmünder mit dem lateinischen Fachnamen Euteleostomi werden unter den Namen Neoteleostomi, Neognathostomata oder Osteognathostomata sowie auf Deutsch Knochentiere auch geführt. Sie lassen sich einteilen in die Strahlenflosser, die Actinopterygii, das ist eine Klasse, und die andere Klasse, in die man sie einteilen kann, sind die Muskelflosser, die Sargopterygii. Ja, was gibt es zu den Strahlenflossern, den Actinopterygii, zu sagen? Grundsätzlich kommen sie erstmal in allen aquatischen Habitaten vor und sind morphologisch, verhaltensbiologisch und ökologisch sehr variable. Das heißt, dass sie auch sehr schwer zu unterscheiden und zu bestimmen sind. Einziges gemeinsames Merkmal ist, dass alle Vertreter fischartig sind. Ihr deutscher Name leitet sich aus den altgriechischen Wörtern Actis für Strahl und Pterygion für Flosse, Flügel ab und verweist auf einen recht typischen Aufbau ihrer Flossen. Und zwar ihre Pektoralen, ihre Brustflossen und ihre Bauchflossen, die Ventralen. Diese unterscheiden sich im Aufbau von den entsprechenden Flossen der Fleischflosser, was ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal darstellt. Die Dorsale, also die Rückenflosse, die auch geteilt in mehrere Einzelflossen vorliegen kann, ebenso wie die Schwanzflosse, Kaudale und Afterflosse Anale, sind hingegen ähnlich aufgebaut. Wir müssen uns also auf Brust- und Bauchflosse fixieren, wenn wir Unterschiede feststellen wollen. Das machen wir jetzt auch. Hier nochmal wiederholt, dass die Brustflosse und Bauchflosse der Fleischflosser wirklich das Merkmal sind, das zur Unterscheidung dient, und wie der Name es vermuten lässt, bestehen diese hauptsächlich aus Fleisch, also Muskeln. Und jene der Strahlenflosser, die bestehen halt nicht hauptsächlich aus Fleisch und Muskeln, sondern aus Knochen, den sogenannten Knochenstrahlen, Radii. Zwischen und über diesen Knochenstrahlen ist die Schwimmhaut, Patagium, aufgebaut, und die dient der gerichteten Fortbewegung im Wasser. Hier seht ihr auch dargestellt mal ein Skelett und können sehr gut sehen, aus wie viel Knochen das eigentlich besteht. Während die Knochenfische im Allgemeinen über zwei Rückenflossen verfügen, liegt bei den Strahlenflossern nur eine vor. Die kann aber optisch wie mehrere anmuten, da sie aufgefächert ist. Weitere Apomorphien sind zum Beispiel, dass die Zahnkronen der Strahlenflosser neben einem härtenden Überzug aus Zahnschmelz, den Ganoin, zusätzlich an der Spitze einen kleinen, farblosen und besonders festen Zusatz aus Akrodin besitzen. Die Schuppen sind auch durch Gelenke miteinander verbunden und können als Ganoid-Schuppen, hier mit A dargestellt, das sind welche, die gehärteten und steifen Überzug aus Ganoin besitzen, oder welche, die es nicht haben und deswegen beweglicher sind, und zwar in Form von sogenannten Elasmoid-Schuppen, hier in B und C dargestellt, vorliegen können. Ja, da wir uns jetzt mit den Strahlenflossern vertraut gemacht haben, können wir relativ leicht uns die Muskelflosser, die Sargopterygii, erklären. Die werden auch Fleischflosser genannt, denn ihr wichtigstes Merkmal besteht darin, dass sie fleischige bzw. muskulöse Bauch- und Brustflossen aufweisen, die Sargopterygium bzw. Sargopterygia genannt werden. Hier nieder dargestellt sehen wir die Flossen, die nur eine einzige Knochenachse besitzen, die mit blau dargestellt den Schultergürtel bzw. den Beckengürtel verbunden ist, und diese wiederum sind an der Wirbelsäule befestigt, hier im Pink.
Und damit ähneln sie im Aufbau dem Oberarm bzw. Oberschenkel der Landwirbeltiere. Eine weitere Apomorphie ist die Ausbildung der unteren Hohlvene, die Vena cava caudalis. Diese hat die Funktion, das Blut Richtung Herz zu transportieren und damit die ursprüngliche Vena cardinalis zu ersetzen. Die liegt zwar bei manchen noch vor, aber recht reduziert. Im Gegensatz zu den Strahlflossen haben Fleischfresser kein mit Ganoid verhärtete Ganoidschuppen oder ungehärtete Elasmoidschuppen, sondern Kosmoidschuppen. Und diese haben das Merkmal, dass sie aus einer Kosminschicht bestehen, welche aus Dentin und Schmelz besteht. Wenn wir uns der Taxonomie widmen, können wir natürlich auch wieder mal erkennen, dass sich hier die Taxonomen oft uneinig sind. Denn ja, man hat zwar vereinfacht und dann einfach gesagt, dass die folgenden Gruppen taxonomisch den Muskelflossern direkt zugeordnet werden, wobei es wahrscheinlich noch höhere Taxa innerhalb dieser Gruppierung gibt, aber soweit ist man halt noch nicht mit der Forschung. Wir unterscheiden deswegen erst einmal bei den Muskelflossern die Geisterfische Guyu, das ist eine Gattung, dann die ranglosen gesprenkelten Fischschuppler, Psarolepis, die Stachelflosser Actinistia, das ist eine Unterklasse, und eine weitere Unterklasse, die Fächerflosser, die Ripidistia. Ja, Geisterfische klingt sehr schön mythisch, Guyu auch. Was hat es mit den Namen denn auf sich? Es gibt erstmal sozusagen, dass es nur eine einzige Art gibt, den sogenannten Traumgeistfisch, Guyu Oneiros. Und sein Name setzt sich aus dem chinesischen Gui für Geist, Yu Fisch und dem griechischen Oneiros für Traum zusammen. Das heißt, Geisterfische, ja, Guyu sind halt wirklich die Geisterfische vom Namen her und das Oneiros ist der Artname, der griechische Traum. Über Geisterfische wissen wir nicht allzu viel, denn er starb im Ludloff, also im späten Siloh, vor ca. 419 Millionen Jahren aus. Was wir allerdings wissen ist, dass er ein zweiteiliges Neurokranium hatte wie die Fleischflosser, ein Schultergürtel und Stachelflossen wie einige Vertreter der Kiefermäuler und Ganoidschuppen und einen Gularknochen wie einige ursprüngliche Strahlenflosser. Und ja, gerade dass er so viele Merkmale von verschiedenen Gruppen aufweist, macht seine Einordnung halt überaus schwer. Auch bei einem gesprengelten Fischschuppler, Psarolepis, da ist es auch nicht so einfach. Die Schwestergruppe von ihr erstmal gesagt sind die Achuania, die sind bei dem Devon ausgestorben. Ihr Gattungsname leitet sich aus den altgriechischen Wörtern Psaros für gesprengelt und Lepis für Fischschuppe ab. Die deutsche Übersetzung ist also durchaus gelungen. Auch hier kennen wir bisher nur eine einzige Art, und zwar Psarolepis romeri, die als Fossil 1984 in der Yunnan-Provinz in China entdeckt wurde, also noch relativ jung ist. Und der Artname Romeri stellt eine Ehrung des Anatomen und Paläontologen Alfred Sherwood Romer dar. Ihr wichtigstes Abgrenzungsmerkmal ist das Vorhandensein von langen, spitzen, kreisförmig angeordneten Zähnen im vorderen Bereich des Unterkiefers. Der Fachbegriff ist parasymphysial bzw. wirtelig. Ein weiteres Merkmal sind die kleinen Kiemendeckel und man vermutet, dass die Kiemen entsprechend klein waren und daher die Sauerstoffaufnahme nur gering war und vielleicht der Fisch sich deswegen auch ständig fortbewegen musste. Und man konnte Knochenstacheln vor den Brust- und Rückenflossen entdecken. Ja, die nächste Gruppe sind die Stachelflosser, die Actinistia. Die Unterklasse der Stachelflosser ist besser unter dem Namen Quastenflosse bekannt. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Allerdings leitet sich der Name vom altgriechischen Akanta, was Stachel ist, ab und daher ist Stachelflosse korrekter. Namensgebend ist als Wissensmerkmal die vordere Rückenflosse, denn die ist stachelig ausgebildet. Die Stachelflosse verfügen über ein mit Fett gefülltes Organ am Ende des Darms. Das ist der Vorläufer der Schwimmblase, zumindest vermutet man das, denn wie wir alle wissen, Fett ist leichter als Wasser, Fett schwimmt auf Wasser und das heißt, damit konnte man quasi auch schon den Auftrieb steuern. Auch interessant ist, dass der Oberkiefer mit einem Gelenk, das sich im Schädel befindet, verbunden ist. Dadurch können sie ähnlich wie Schlangen ihr Maul besonders weit öffnen. Und ähnlich den Haien haben die Stachelflosser an der Vorderspitze ihre Schnauze Sinneszellen, die elektromagnetische Felder und damit Lebewesen wahrnehmen können. Aber bei ihnen dienen diese Sinneszellen einen sogenannten Rostralorgan vor,
welches eine Höhlung im Schädel darstellt, ist also nicht direkt mit den Labyrinthorganen der Haien zu vergleichen. Die Vertreter können recht groß werden mit 2 Meter und ja, mit 100 Kilogramm schwer kann man, denke ich, damit auch gut satt werden. Und damit kommen wir zu 3.5, den Fächerflossern, den Ripidistea. Ihr Name hat leider wieder ein kleines Problem, denn fälschlicherweise lässt er vermuten, dass die Flossen dieser Vertreter wie ein Fächer erscheinen. Allerdings tritt das Merkmal auch bei anderen Gruppen auf und ist daher einfach ungeeignet. Der deutsche Name ist hier aus der Tradition heraus übernommen und hilft nicht wirklich weiter. Typische Merkmale sind hingegen, dass sie über ein Flugscharbein, einen sogenannten Boma, verfügen, mit der Fangzähne hat. Und dabei handelt es sich um einen langgestreckten Knochen des Schädels, der sich vom Keilbein bis zur Nasenhöhle erstreckt. Ist hier in Gelb dargestellt, schwer zu sehen, da sehr klein. Bisschen wichtiger ist der zweite, und zwar das Dentin der Zähne ist auf charakterische Weise gefaltet und wird Plicidentin genannt. Allerdings müsste man dann erst natürlich auch mal rankommen. Und drittens, es liegt bei den meisten Vertretern eine paarige Nasenöffnung, Choan, vor. Die sind hier rechts gestrichelt dargestellt. Das ist quasi die Innenöffnung der Nase. Widmen wir uns dort der Taxonomie, damit wir uns ein bisschen den Säugetieren nähern. Sie lassen sich folgende Gruppen untergliedern: Säulenfische, die Styloichthyes, das ist eine Gattung. Dann haben wir noch eine Unterklasse, die Lungfische, Diepnoi. Und die ranglosen Tetrapodomorpha, die Vierfüßerartigen, zu denen wir jetzt eigentlich hinwollen, damit wir dann auch wirklich langsam zu den Säugetieren kommen. Ja, zu den Säulenfischen, den Styloichthyes, lässt sich sagen, dass der einzig bislang bekannte Vertreter der im Devon ausgestorbenen Gattung Styloichthyes Changai ist. Wurde in Südchina in Yunnan gefunden. Und folgende typischen Merkmale konnte man feststellen. Erstens, seine Kosminschicht wird von löffelförmigen Poren durchzogen. Zweitens, seine Schnauze zeigt nach unten und ist konkav. Und drittens, sein Unterkiefer hat 2 statt 3 Kronenfortsätze, die hier in Rot dargestellt sind. Bei uns ist es heute sogar schon ein bisschen weiterentwickelt, allerdings mit anderen Knochen verschmolzen, daher nicht mehr so gut zu erkennen. Ja, die Lungfische sind bei 353 jetzt dran, die Diepnoi. Die korrekte Übersetzung des vom Griechen Wortes Diepnos, stammt ein wissenschaftlichen Namens, wäre wunderschön, hätte man die in Deutsch verwendet, die Doppelatmer. Denn das geht auf das Vorhandensein von Kiemen und Lungen zurück, also 2 verschiedenen Atemorganen, womit sie sowohl im Wasser als auch an Land atmen konnten. Wir nennen sie nur Lungfische, weil sie wie Fische aussahen, aber an Land atmen können. Und damit hat man vermutet, dass sie Lungen haben. Sie haben tatsächlich aber beides. Das heißt, der Begriff Lungfische ist nicht falsch. Und auch nicht verwirrend, aber Doppelatmer wäre eigentlich noch genauer. Ja, das habe ich gerade schon gesagt. Ihre Größe ist auch nicht gerade klein, von 44 cm bis zu 1,70 m. Interessant ist, dass ihre Lunge am Darm liegt und besteht beim australischen Lungfisch aus nur einem einzigen Lungflügel. Alle anderen 5 Vertreter dieser Gattung weisen paarige Lungflügel auf. Und das wahrscheinlich wichtigste Merkmal ist das Vorhandensein von funktionsfähigen Kiemen in allen Entwicklungsstadien. Das ist wichtig, nicht nur in einem. Das wären ja auch quasi dann Froschen und Froschlarven. Nein, in allen Stadien funktionsfähige Kiemen. Obwohl die Kiemen hauptsächlich der Abgabe von CO2 und Abfallprodukten dienen, sowie zur Regulation des Säure-Base-Haushaltes. Daher müssen die Vertreter der Diepnoi alle 30 bis 60 Minuten an die Oberfläche, um Sauerstoff aus der Luft aufzunehmen. Bei allen Vertretern sind Rücken, Schwanz und Afterflosse zu einem einzigen Flossensaum zusammengewachsen. Und ja, die hat man anhand der Form unterschieden. Wir haben hier A, Heterozerk. Das bedeutet, dass der obere Teil der Schwanzflosse größer ist und durch die nach oben gebogene Wirbelsäule gestützt wird, was typisch für Haie und die ausgestorbenen ursprünglichen Lungenfische ist. B ist dann Protozerk. Das Ende der Wirbelsäule ist gerade und um sie herum befinden sich die Schwanzflosse in Form eines Flossensaums. Das ist typisch für aalartige und die rezenten noch lebenden Lungenfische. C wird Homozerk genannt. Da ist die Schwanzflosse mittig eingeschnitten und symmetrisch. Die Wirbelsäule kann gerade oder leicht nach oben gebogen sein,
was jedoch nicht äußerlich erkennbar ist. Das ist typisch für echte Knochenfische und andere. D ist Diphyzerk. Da ist die Schwanzflosse zweigeteilt und symmetrisch. Die Wirbelsäule ist gerade und das ist typisch für die Quastenflosser. E. Hypozerk. Der untere Teil der Schwanzflosse ist größer und wird durch die nach unten gebogene Wirbelsäule gestützt. Typisch für die ausgestorbenen Ichthyosaurier. Und F. Gephyrozerk. Da ist das Ende der Wirbelsäule stumpf. Die Schwanzflosse ist ein sehr breiter Saum, der sich über die Körperhöhe erstreckt. Das kommt eigentlich nur bei den Mondfischen vor. Ist damit eigentlich auch ein gutes Erkennungsmerkmal. Ja, zur Physiologie und Ökologie sollten wir auch noch ein paar Worte verlieren. Also erstmal ihr Vorkommen. Sie kommen sowohl in limnischen, stehenden Gewässern wie Seen oder Weihern vor, als auch in fließenden Gewässern wie Flüssen. Ihre Ernährung ist ausnahmslos Karnivor, also Fleischfresser. Ihre vorgezogene Beute sind langsame Fische, Muscheln, Schnecken, Würmer und Insektenlarven. Ihre Fortpflanzung ist ovipar, wobei sie bis zu 5000 Eier legen können, die entweder in waagerecht gegrabenen Höhlen oder an die Unterseite von Pflanzenblättern gelegt werden. Einige Arten haben die erstaunliche Überlebensfähigkeit entwickelt, sich bei Austrocknungsgefahr zu verkapseln und bis zu 4 Jahre überleben zu können. Also, obwohl ihr Lebensraum Wasser ist, können sie bis zu 4 Jahre an Land leben, ohne zu vertrocknen. Wie machen sie das? Also, sobald sie merken, dass es notwendig ist, graben sie sich in Schlamm ein und scheiden einen Schleim ab, der sie umhüllt und so vor Austrocknung schützt, wie eine externe Schutzschicht. Der Schwanz wird dabei schützend über die Augen gelegt und am Maul verbleibt ein Loch im Schleim, um die Luftatmung zu gewährleisten. Die Nährstoffe, die sie benötigen, beziehen sie aus ihrem Muskel- und Fettgewebe, in denen sie das quasi gespeichert haben. Wasser erhalten sie durch ihre Ausscheidungsprodukte, die sie speichern und Wasser entziehen. Also eine sehr tolle Anpassung an trockene Lebensräume auch, wenn es mal hart auf hart kommt. Und damit sind wir bei den Vierfüßerartigen, den Tetrapodomorpha. Ja, der Name lässt vermuten, was diese Gruppe wohl Gemeinsamkeiten haben lässt, um sie von anderen zu unterscheiden. Und zwar natürlich, dass sie 4 Gliedmaßen haben, und zwar 4 Füße in der Regel. Es können allerdings auch Mischformen auftreten, die noch Flossen haben. Zwei eindeutige Apomorphien klassifizieren dieses Taxon. Alle haben deutliche Oberarmknochen, die werden Humerus genannt, die ihnen Stabilität verleihen. Bei den früheren Vertretern sind diese noch kurz, bei späten Vertretern wie den Menschen können diese jedoch bis 1/5 der Körperlänge ausmachen. Alle Vertreter verfügen über Nasenöffnungen. Und bei den frühen Vertretern, die noch meist fischartig waren, liegen 2 Paar Öffnungen auf jeder Seite des Kopfes vor, wobei auf einer Seite Wasser ein- und auf der anderen Seite ausgestoßen wird, wo die Öffnung nicht in den Mundraum ragt und als Nostrils bezeichnet werden. Bei den späteren Vertretern liegt 1 Paar Öffnungen vor, die Nasen- und Mundhöhle miteinander verbinden und dann als Schwan bezeichnet werden, weshalb die Tetrapodomorpha auch als Schwanata bezeichnet werden. So, damit sind wir mit der Theorie durch, kommen wir zur praktischen Übung. Wie immer bitte ich euch an der Stelle das Video zu pausieren, euch Stift und Papier zu nehmen und die Aufgaben zu bearbeiten. Und ich springe schon mal weiter und wir vergleichen dann die Lösung. Ich wünsche euch viel Erfolg. Okay, kommen wir zur Lösung. Erstens, man sollte die hier aufgeführten Gruppen schematisch einordnen. Das haben wir gemacht. Ganz oben sind die Neuvermünder, um die es hier geht, die Euteliostomi. Die teilen sich ein in Strahlenflosser und Muskelflosser. Die Muskelflosser lassen sich dann nochmal unterteilen in gesprengelte Fischschuppler, Stachelflosser, Geisterfische oder Fächerflosser. Und bei den Fächerflossern, da unterscheiden wir noch die Säulenfische, Lungenfische und die Vierfüßerartigen. Zweitens, wie unterscheiden sich die Flossen von Strahlen- und Fleischflossern? Auch ein wichtiges Thema, wie der Name es vermuten lässt. Die Brustflossen und Bauchflossen der Fleischflosser bestehen aus Fleisch, also aus Muskeln, bei den Strahlenflossern hauptsächlich aus Knochenstrahlen zwischen den Schwimmhäuten gespannt sind. Und ja, das ist der große Unterschied. Die einen hauptsächlich Knochen, die anderen hauptsächlich Fleisch. Drittens. Die Einteilung der Gattung der Geisterfische ist überaus schwer, da diese über Merkmale verfügen, die
die typisch für drei andere Gruppen sind. Um welche Gruppen handelt es sich hierbei? Ja, geistig haben wir Neurokranium, das typisch für Fleischfresser, Schultergürtel und Stachelflossen wie einige Kiefermäuler und Ganoidschuppen und ein Gularknochen, wie sie typisch für Strahlenflosser sind. Damit haben wir drei verschiedene Gruppen. Viertens. Warum ist der deutsche Name der Fächerflosser Rebidistia schlecht gewählt? Ja, der Name würde vermuten lassen, dass die Flossen dieser Vertreter wie ein Fächer erscheinen. Das ist nicht komplett falsch, aber tatsächlich tritt das halt bei verschiedensten Gruppen auf und daher ist das einfach kein sauberes Abgrenzungsmerkmal und es lohnt sich nicht, dieses quasi zu verwenden und deswegen die Gruppe so zu benennen, weil halt auch Leute, die nicht zur Gruppe gehören, dieses Merkmal haben. Und eigentlich sollen die Namen ja passend gewählt werden. Fünftens. Was bedeutet der lateinische Name Diepnoi der Lungenfische wörtlich übersetzt und warum ist dieser sinnvoll? Das war, denke ich, auch ganz interessant. Wörtlich übersetzt, wissen wir, heißt es Doppelatmer, kann man schon an die ganz gut erkennen. Und verweist auf das Vorhandensein von Lunge und Kiemen, womit der Name sinnvoll gewählt ist, da er diese Besonderheit halt umschreibt. Man atmet nämlich auf zwei verschiedenen Wegen. Und sechstens, hier ging es darum, Aussagen Gruppen zuzuordnen, aber im Schlamm eingegraben können sie bis zu 4 Jahre lang von ihren Energiereserven leben. Das waren die Lungenfische, Diepnoi. B. Frühe Vertreter verfügen über Nostrils genannte Nasenöffnungen. Das können eigentlich nur die Vierfüßerartigen, die Tetrapodomorpha sein. C. Sie werden auch Quastenflosser genannt. Das sind die Stachelflosser, Actinistia. D. Die Vertreter verfügen über 2 statt 3 Kronenfortsätze, das haben nur Säulenfische, die Styloichthyes. Und last but not least E. Ihre Schwimmhaut wird Patagium genannt, das haben nur die Strahlenflosser Actinopterygii. Ja, damit sind wir schon mal wieder am Ende einer Vorlesung angelangt. Ich hoffe, es war interessant für euch. Und ja, wir werden uns nächstes Mal dann mit den Tetrapodomorpha befassen, um zu den Tetrapoda, den Vierfüßerartigen, von denen aus den Säugetieren zu kommen. Ja, die Hälfte der Strecke haben wir mindestens geschafft, ich glaube sogar schon ein bisschen mehr. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiederhören. Über eine gute Bewertung freue ich mich natürlich auch. Jede Menge Kritik und Anregungen, immer her damit, was ihr zu sagen habt. Nur so weiß ich, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was man schlechter oder besser machen könnte. Und was ich nicht vergessen sollte, ich wünsche euch noch wirklich einen wunderschönen Tag. Habt Spaß, genießt das Leben. Ich sage jetzt erstmal Tschüss und mache genau das, was ich euch gerade vorgeschlagen habe. Tschüss!